Hey Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was, was mich persönlich ziemlich hart abfuckt, und zwar: Das schaffst du nie. Der Funkkanal, der von den Amis einfach nur Challenges abguckt und sie dann von öffentlichen Geldern halt bezahlt. So, wir bezahlen in Deutschland ja eine Rundfunkgebühr und die Typen werden damit bezahlt, dafür, dass sie Challenges auf YouTube hochladen. Klar, die haben irgendwo ein Produktionsniveau oder so. Also, sie sind halt höher, mit höherer Aufwand oder so. Sie haben halt irgendwo Qualität. Wenn es jetzt Qualitätsstandards für Challenges sind, dann haben sie Qualität, aber es ist halt nichts, wo ich wirklich verstehe, dass wir dafür Geld bezahlen müssen, dass von unserem Geld die Scheiße gemacht wird. Wir müssen das ja bezahlen. Wir können nicht einfach sagen, nee, will ich nicht. Sondern wir werden ja in Deutschland dazu gezwungen, das zu bezahlen. Und davon werden einfach Erwachsene bezahlt, dass sie irgendwelche Scheiß-Challenges auf YouTube hochladen. Das ist für mich kompletter Nonsens. So, das ist halt auch eine Challenge, die könnte sich jeder Arsch ausdenken. So, irgendwie, die haben ein gesamtes Team bezahlt, damit die irgendwie auf ein Festival gehen können, damit da sie irgend so ein Typ auf so eine Säule stellen kann und irgendwie dann einen Tag lang verweilen muss. So, wow, Entertainment. Ich liebe es. Es ist so toll, es ist so innovativ. Das hätte sich gerade kein Fünfklässler ausdenken können. Oh mein Gott, wie krass innovativ. Es ist halt unschön. Einfach auf einem Level unschön, dass ich halt es abfuck finde. Es ist halt wirklich unangenehm. Es ist aber auch scheißegal. Ich kann da eh nichts ändern. Haut rein, bleibt toxisch. Entpimmelt die Glocke. Dislike das scheiß Video. Deabonniert mich. Und runter mit mir raus, Jungs.